sind circa am 3:45 zum Wohnhausbrand, dann ein Doppelhaus alarmiert worden, ist mit B3 gekennzeichnet worden, also das zeigt den Wohnhausbrand an. Wo wir hier auf der Anfahrt waren, haben wir schon gesehen, dass es oben aus dem Dach stark rausgeraucht hat. Vor dem Gebäude haben wir festgestellt, dass aus mehreren Fenstern schon Flammen rausgeschlagen sind. Es sind zwei Bewohner angetroffen worden. Einer davon war deutlich sichtbar verletzt. Die sind also vor dem Rettungsdienst übergeben worden. Wir haben dann so schnell wie möglich den Einsatz aufgebaut, um das Gebäude und vor allem auch das Nachbargebäude zu retten. Bei dem Einsatz waren jetzt die Feuerwehr in Benningen natürlich als betroffene Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig mit uns ist auch die Feuerwehr Freiberg alarmiert worden, da wir für den Fall B3 tagsüber eine Überlandhilfe fest in der Leitstelle in Ludwigsburg hinterlegt haben. Und nach der Lageerkundung hier habe ich die Feuerwehr Marbach mit der Dreileiter und einem Einsatzleitwagen nachgefordert, damit man da auch den Brand, falls die Dachau durchbricht, auch von oben bekämpfen kann.